überlegen, dass wir den Mond und den Mars erforschen und dass wir da auch, weil wir da länger uns dort aufhalten, zum Beispiel in der Mondstation und der Marsstation, da arbeiten ESA und NASA ja dran, dass wir zumindest in der Mondumlaufbahn schon mal eine Station bauen. Das finde ich auch sehr wichtig. Aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht, dass wir da wirklich leben, um uns dort niederzulassen als Menschen. Ich denke, da ist es noch weit hin, weil der Mars und der Mond, die sind schon sehr lebensunfreundlich. Das heißt, erstmal müssen wir als Forscher da hingehen und herausfinden, wie es da wirklich ist, über diese Umgebung herausfinden und dann können wir entscheiden, ob wir irgendwann später dann auch mal da leben wollen. Ich persönlich habe noch nichts außerhalb der ISS verloren, glaube ich zumindest. Bei meinem letzten Weltraumausstieg ist nichts verloren gegangen, denke ich. Aber das passiert natürlich ab und zu mal. Manchmal verliert man kleinere Dinge, wie so eine Drahtschlaufe oder so. Und das ist auch dann auch nicht so schlimm. Die verglüht nach wenigen Wochen oder Monaten dann in der Erdatmosphäre, weil wir in einem noch nicht so hohen Erdorbit fliegen, dass die Dinge da dann permanent oben bleiben, wie es manchmal der Fall ist bei höheren Satellitenumlaufbahnen. Also die Idee habe ich noch nie gehört. Ich glaube, um Elektroschrott im Weltraum zu entsorgen, das wäre die dümmste Idee, die man sich vorstellen kann, weil das wäre viel zu aufwendig, den da hochzuschießen. Ehrlich gesagt, da halte ich nichts von. Ich denke, wir müssen im umgekehrten Fall eher aufpassen, dass wir weniger Müll in den Weltraum schießen, den wir unabsichtlich im Weltraum hinterlassen, wenn wir Satelliten starten. Da hat die ESA auch schon eine Initiative, dass wir schauen, dass wir den Weltraum Müll frei halten, weil wenn das in einer hohen Umlaufbahn passiert, dann bleibt der Müll da fast für immer. Und der kann uns irgendwann dann den Zugang in den Weltraum versperren. Ich glaube, ich würde fragen, wie fühlt es sich an, da oben zu sein und zurück auf unsere Erde zu schauen? Was für ein Gefühl hat man als Mensch, wenn man plötzlich sowas sieht, was man sonst nie sehen kann, was so schwierig ist zu sehen und zu fühlen? Was denkt man und fühlt man dabei? Die Luft auf der ISS, die ist relativ sauber, weil die wird permanent gefiltert. Aber man muss tatsächlich auch diese Filter dann sauber machen. Einmal in der Woche müssen wir Staub wischen und die Filter mit dem Staubsauger freisaugen. Simon ist noch nicht an Bord, der kommt jetzt hoch. Tolles Gefühl, wenn man in diesem Raumanzug schwebt, das ist ja wie so ein kleines Raumschiff an sich, wenn man dann außerhalb der Raumstation ist, das ist ganz toll, weil man plötzlich um sich rum nichts mehr hat, was einen hält, man hat den Rundumblick auf unsere Erde, man weiß, zwischen dem Visier, das man hat, und der Erdoberfläche ist nichts dazwischen, außer ein bisschen Luft. Aber ich denke, mein Weltraumspaziergang, das war schon ein sehr außergewöhnliches Erlebnis. Aber es gibt auch viele andere Dinge, auch Momente der Freundschaft, wenn wir mit unseren russischen und amerikanischen Crew-Kollegen zusammen sitzen, was Tolles verbracht haben, irgendeine schwierige Installation von einem wissenschaftlichen Experiment. Wenn man das hinter sich hat, das ist ein tolles Gefühl. Das ist schon was Außergewöhnliches, dass wir Menschen aus so vielen unterschiedlichen Ländern so toll hier im Weltraum zusammenarbeiten. Ach, letztes Mal ging das eigentlich ganz gut bei mir. Meine Muskeln waren gut trainiert, dadurch, dass ich hier oben gute Trainingsgeräte hatte. Ein bisschen musste ich mich schon wieder dran gewöhnen, aber so nach ein, zwei Wochen hat man sich eigentlich komplett wieder dran gewöhnt. Unser Körper ist sehr gut daran, sich an Dinge zu erinnern. Natürlich eine gute Frage, eine schwierige Frage. Also von der Sicherheit her und von der Funktion her bin ich ja auf der Soyuz trainiert
Und die Soyuz ist eine sehr, sehr sichere Kapsel. Von dem her ist das immer eine gute Wahl, um hier hochzufliegen. Aber andererseits freut mich natürlich auch, bin ich natürlich auch neugierig auf zukünftige Raumschiffe. Und das wäre natürlich auch echt spannend, mit einem Raumschiff zu fliegen, das neu ist, das man noch nicht kennt. Auch wenn es natürlich erstmal ein bisschen gefährlicher ist. Aber spannend wird das sicherlich auch. Also ich kann mich leider da nicht so ganz entscheiden. Wir haben gar kein Internet an auf der ISS. Wir haben zwar eine große Datenverbindung, aber wenn wir wirklich ins Internet wollten, müssen wir das sehr aufwendig über einen ferngesteuerten PC am Boden machen. Das lohnt sich nicht. Ich habe das noch nicht einmal angeschaltet. Also das heißt, ich bin hier ohne Internet, aber ich habe dafür gute Freunde, die mir per E-Mail Nachrichten und Kommentare von Facebook und Twitter hochschicken und ich die auch dann zurück runterschicke. Von dem her bin ich so trotzdem am Leben mit dran. Bei der Blinddarmentzündung würden wir erstmal Antibiotika geben und versuchen, die passiv zu behandeln oder dadurch eben ohne Eingriff zu behandeln. Wenn das nicht besser wird, wenn man wirklich eine Operation braucht, die können wir hier oben nicht durchführen, dann müssen wir heimfliegen. Dafür haben wir immer eine Rettungskapsel, unsere eigene Soyuz-Kapsel, mit der wir gestartet sind, als Rettungskapsel an der ISS startklar. Das heißt, wir können innerhalb von einem Tag zu Hause sein. Stabil im Raum und die Erde dreht sich unter weg und die ISS muss an einem Punkt der Umlaufbahn.